Die ganze Welt ist himmelblau. Aus Ralph Benatzkis im Weißen Rössel möchten wir Sie herzlich zum zweiten Programmteil begrüßen. Es geht schwungvoll weiter mit dem nächsten Stück. Da wird Andrea uns jetzt offenbaren, dass sie in den vergangenen Monaten eine Umschulung gemacht hat. Ja. Also, und wir Künstler haben ja unter anderem auch, also nicht nur wir Künstler, haben ja viel auch zu leiden in den letzten Tagen durch fehlende Auftritte. Andrea hat sich gedacht, ich sattle um, ich werde Briefträgerin. Und davon möchte Andrea von ihrem neuen Leben, möchte sie jetzt ein bisschen erzählen. Und ihr unter dem Künstlernamen Christel von der Post läuft sie quasi jetzt hier durch die Straßen von Storkow und Fürstenwalde. Also halten Sie Augen und Ohren offen. Ich bin aber nicht schuld, wenn Briefe nicht ankommen. Schatz, der Atem aus dir.
Kennen von der komischen Oper, die eine sehr schöne Produktion damals hatte mit My Fair Lady. Aus My Fair Lady, dem wohl einer der berühmtesten Musicals der alten Ära, haben wir einen kleinen Block vorbereitet mit verschiedenen Stücken.
Ich werde beginnen, mich selbst begleitend mit dem Lied des Freddy, gefolgt von Andreas Lied der Eliza Doolittle. Dann kommt noch ein kleines Liedchen von mir von Herrn Higgins und am Ende nochmal das berühmteste Duett aus diesem Stück. Lassen Sie sich überraschen. Es wird wunderbar. Yeah.
des Singen so gewöhnt, das Tag und Nacht ertönt, ihr Gang, ihr Blick, ihr Leid, ihr Glück. Das ist mir alles so vertraut, dass wie der Rotschuh mir nicht raubt. Bevor sie kam, war ich ganz unabhängig, ja, das weiß ich noch. Sicher könnt ich's, wenn ich's wollte, wieder sein und doch. Aus dem Phantom der Oper etwas hören, und zwar das herrliche Liebesduett zwischen Raoul und Christine. Wir werden das in Originalsprache singen. All I Ask of You,
Machen Sie sich auf was gefasst, denn jetzt wird's romantisch. Mal eine etwas andere Liebesgeschichte erzählen. Wie ich ja vorhin schon einmal Ihnen sagte und erklärte, bin ich ein großer Fan vom alten Schlager.
Und da gibt es ein Stück, einen alten Filmschlager, den gar nicht so viele Leute kennen. Ich würde sagen, lassen Sie sich auch hier überraschen und hören Sie genau hin, denn es geht um die Geschichte von einem Mädchen und einem Matrosen. Sie wollen hoffentlich heute ein bisschen auch erleben, dass wir nicht nur musikalisch gut harmonieren, auch menschlich. Und wir sind eigentlich schon fast wieder am Ende des Programmes angekommen. Wir möchten das Programm jetzt eigentlich offiziell beschließen mit dem Programmtitel, nämlich Im Feuerstrom der Reben. Jetzt aber wirklich Johann Strauss, jetzt aber wirklich die Fledermaus. Aus den Glasen und Rupinen auf den Nasen. Das
Als Zugabe habe ich ein Gedicht, was ich von meinem Vater gelernt habe. Hab schon Angst. Zwei Jungen machten sich den Jokus und tranken Most im Keller. Da mussten beide auf den Lokus, doch der Most war schneller. Mir bleibt da eigentlich nur noch zu sagen, dass wir doch noch mal eine wichtige Zugabe vorbereitet haben. Für diese Zugabe haben wir extra eine Fremdsprache für Sie gelernt. Wir haben etwas einstudiert, was uns nicht leicht fiel, uns wirklich mit einer großen Vorbereitungszeit verbunden war. Der Text des folgenden Stückes ist sehr, sehr anspruchsvoll. Also achten Sie bitte drauf und ich hoffe, Sie wissen es zu schätzen. Das ist wirklich große Arbeit. Das war toll, toll, toll. Wir treffen uns am Ende.
uns von Herzen bedanken, dass Sie mit uns ja diesen schönen Frühabend gemeinsam mit dieser schönen Musik begangen haben und möchten auch wirklich Sie nicht gehen lassen, ohne noch einen kleinen Rausschmeißer Ihnen mitzugeben. Also noch einmal, was Sie übrigens auch, falls Sie interessiert hat, was Sie soeben hörten, war das Katzenduett von Rossini. Und Sie merken, wir haben uns wirklich gut vorbereitet, um diesen Text auf die Zunge zu bekommen. Ja? Also, einen kleinen Rausschmeißer. Für heute nochmal vielen, vielen Dank. Wir hoffen, wir können uns bei anderer Gelegenheit nochmal alle gemeinsam wiedersehen. Bleiben Sie gesund, das ist das Wichtigste. Und genießen Sie noch den Sommer. Und wie gesagt, wir möchten uns von Herzen bedanken. Andrea Budak, Sopran, Marlon Mayer, Bariton, Tobias Hage am Piano Forte. Also, herzlichen Dank.
Danke.